ziehen los in der Nacht, denn da sind sie ganz groß. Sie tragen Maske, wer sind die bloß? PJ Masks, Pyjama-Helden, PJ Masks, Pyjama-Helden. Verbrechen zu bekämpfen, geht am besten, na, wenn alle im Bett sind. PJ Masks, Pyjama-Helden, PJ Masks, Pyjama-Helden. PJ Masks! Mission Monkey Goo. Röhrenden Rüssel kann ich mir nehmen, was ich will, und es in Metallschrott umwandeln. Und wofür verwenden Sie es, Meister? Natürlich, um einen größeren röhrenden Rüssel zu bauen. Wir sollten den Bus nicht verpassen. Super Katzenstreifen! Super Gecko-Muskeln! Wieso den Bus nehmen, wenn ich einen Privatjet kriegen kann? Hey, nimm den Rüssel von meinem Eulengleiter! PJ Robo, wir kommen schnell rein! Öffne das Eulentor, jetzt! Davonlaufen, aber ihr könnt euch nicht verstecken. Meister, sie verstecken sich bereits. Das ist eine Redewendung, du Blechbüchse. Also gut, dann eben. Ihr könnt euch verstecken, aber ihr könnt nicht davonlaufen. Zufrieden? Na wartet, PJ Plagegeister. Das nächste Mal sauge ich all eure Flitzer auf. Das war ganz schön knapp letzte Nacht. Es ist fast zu gefährlich, mit unseren Fahrzeugen unterwegs zu sein. Wir müssen was unternehmen, um diesen röhrenden Rüssel aufzuhalten, und zwar ein für alle Mal. Das war sicher Monkey Goo. Vergiss ihn einfach. Seine dummen Streiche sind nichts im Vergleich zum röhrenden Rüssel. Wartet, Monkey Goo ist ein hinterlistiger Affe. Ja, und? Wie wär's, wenn er in der fliegenden Fabrik ein Affentheater aufführt? Das würde Romeo ablenken, während wir uns überlegen, wie wir den Rüssel ausschalten. Wir tricksen ihn aus, damit er uns nicht austrickst? Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Doch, es ist eine tolle Idee. PJ Masks, jetzt nichts wie los! Denn in der Nacht sind wir ganz groß! Es wird Nacht in der Stadt und eine kleine Gruppe mutiger Helden macht sich auf, gerissenen Schurken das Handwerk zu legen. Amaya wird zu Eulette. Ja. Greg wird zu zu Catboy. Die PJ Masks. Zu raffiniert. Wie sollen wir ihn denn bloß finden? Komm heraus, Äffchen. Wir haben was für dich. Hä? Der kleine blaue Tiger ist lustig. Wir freuen uns auch, dich zu sehen, Monkey Goo. Wir brauchen deine Hilfe. Monkey Goo soll euch helfen? Wir meinen es ernst. Wir bezahlen dich auch, mit vielen Bananen. Oh, das ist jetzt zu nett von euch. Monkey Goo hat nämlich keine einzige Banane mehr. Habt ihr einen Plan? Wartet, ich weiß, wie wir ihn auf unsere Seite kriegen.
Hilf uns und ich verspreche dir, du wirst Spaß haben. Monkey Goo liebt Spaß. Monkey Goo wird euch gern helfen. Also, das ist Romeos fliegende Fabrik. Wie du auf den Bildern sehen kannst, die PJ Robo zusammengestellt hat, ist es eine beeindruckende, gigantische Maschine. Mhm. Wir betreten die fliegende Fabrik hier. Wer war das? Tolles Ablenkungsmanöver, Monkey Goo, aber spar dir das für die Mission. Was? Die fliegende Fabrik nähert sich. Gut, dann los. Spaß, Spaß, Spaß! Okay, Monkey Goo, bleib sitzen und sei leise. Arbeitet, meine hübschen kleinen Flugrobos, arbeitet! Schon bald werden wir genug Metall haben, um... Sieh an, ein geschenktes Auto. Entferne die Katzenhaare vom Sitz und dann wirf das Ding in die Altmetallschrottpresse. Showtime! Jetzt habe ich dich! Sieh an, mein guter Freund Catboy. Neuer Planroboter, tanz für ihn! Tanz! Tanzen, Meister? Aber Sie haben gesagt, tanzen wäre verboten. Tanz und hör nicht auf, bis ich es dir sage. Yeah! Das war toll getrickst, Monkey Goo. Roboter, was machst du da? Was wohl, den Robo-Breakdance? Ein Affenkind, das sprechen kann? Was kommt als nächstes? Verschwindet aus meiner Fabrik. Achtung, er kommt, Eulette! Hab dich! Hey, lass mich frei! Tut mir leid, Romeo, aber diesmal musst du es aussitzen. Anschnallen! Gut gemacht, Monkey Goo. Ich wusste, du bist der perfekte Teamkollege für... Monkey Goo? So viele leuchtende, piepsende Knöpfe. Fang mich doch! Versuch's nochmal! Ibi-bu-ba-bi-ba! Monkey Goo? Monkey Goo! Wo ist dieser Affe? Wer fliegt dieses Ding? Oh nein! Wozu ist das da? Und dies und das und dies und das! Fliegende Fabrik ist außer Kontrolle. Alarm ist aktiviert. Heiße Schokoladenmaschine ist überlastet. Hör auf, irgendwelche Knöpfe zu drücken, Monkey Goo. Ich komm zu dir. Heckpropeller ist aktiviert. Fabrik fliegt Richtung Weltall. Monkey Goo, nicht! Wir fliegen ins Weltall! Ich komme, Catboy! Eulette, wir fliegen viel zu hoch! Flatternde Federn! Wow! Der Eulengleiter ist für eine Reise ins All nicht geschaffen! Das gilt auch für meine fliegende Fabrik. Ich werde sie nie wiedersehen. Oder Catboy und Monkey Goo. Kann sein. Nichts kann mich davon abhalten, Monkey Goo aufzuhalten. Rühr jetzt keinen Finger, hörst du, Monkey Goo? Ich bring das in Ordnung.
Nein! Ups, Ende Gelände. Oh, oh, das ist gar nicht gut. Oilette, Gecko, hattet ihr Glück mit der Rettung? Leider nicht, Catboy. Ihr seid zu schnell zu weit weggeflogen. Wir konnten euch nicht rechtzeitig erreichen. Dann muss ich das erledigen. Aber wie? Drück auf die leuchtenden Lichter. Ganz einfach. Wir haben keine Ahnung, welcher Knopf was macht. Blau macht Lärm und grün macht noch mehr Lärm. Braun macht heiße Schokolade. Du hast dir alles gemerkt? Jeden Knopf? Okay, welcher von denen kontrolliert den röhrenden Rüssel? Kein Problem, der rote Wackelige. Jetzt richte ihn nach vorne. Und jetzt schalte den Sauger ein. Ja. Nein, andersrum. Pusten. Monkey Goo. Und jetzt such den Catboy befreien Knopf. Mein röhrender Rüssel! Ihr Pyjama-Plagegeister und euer Affe habt seine Energie verbraucht. Ist doch kein Wunder, wir waren ja auch im Weltall. Blöde PJ Masks! Roboter, evakuieren, sofort! Ah, cha-cha-cha! Ja, Meister! Gute Arbeit, Monkey Goo. Du bist auch schlau, nicht nur ungezogen. Und ich hätte nicht tricksen sollen, um nicht ausgetrickst zu werden. Dafür hatten wir jede Menge Spaß. Miau! PJ Masks ruft laut Hurra! Vorbei ist jetzt mit der Gefahr!